Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Es hat sich einiges getan. Ich gehe mal ein Stück zurück, bevor ich abgeschossen werde. Ich habe sehr, sehr viel hier gefarmt und ich zeige euch, was neu ist. Wir haben jetzt eine Belastung von 91,5, womit ich jetzt meine komplette Rüstung, die Elite-Ritterrüstung, trage. Ich habe sie auch schon ein bisschen verbessert. Vor allem den Helm habe ich auf 9 gebracht. Den Rest will ich auch noch irgendwie irgendwann mal hochbringen, weil ich mag die Rüstung eigentlich sehr, deswegen behalte ich sie. Und ja, unsere Waffe macht mittlerweile 587 Damage. Ich glaube, vorher hatten wir wie 420 oder so ein Kram. Also ist schon ordentlich besser geworden. Ich habe Punkte verteilt. Vitalität hatten wir schon 30 vorher. Kondition habe ich auf 21 gebracht. Da waren wir, glaube ich, irgendwie bei 17 oder so stehen geblieben. Ich weiß es gar nicht mehr. Stärke habe ich auf 40. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich davon gelevelt habe. Aber ihr könnt es ja mit der letzten Folge vergleichen. Also ich habe schon ordentlich Level. Ich habe, glaube ich, 12 Level habe ich gemacht. Auf jeden Fall habe ich ordentlich Kondition und Stärke gemacht. Von daher passt das schon. Wir sind jetzt sehr, sehr stark. Mir wurde in die Kommentare geschrieben: Zero, der stärkste Boss aller Zeiten. Ich schaff's doch nie alleine. Ich zeig euch mal, wie ich den jetzt alleine mache. Freunde, ich zeig euch das. Ich werde den, allein wegen dieses Kommentars fühle ich mich verpflichtet, das alleine zu tun. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht gespielt. Ich bin mittlerweile in der Spätschicht, weswegen ich morgens immer meine Freizeit habe und irgendwie komme ich damit nicht klar. Deswegen muss ich gucken, wie ich das jetzt schaffe. Ich werde es wahrscheinlich nicht beim ersten Versuch schaffen. Nehme ich jetzt mal stark an. Aber wir gucken mal, wie ich vorankomme. Erstmal müssen wir die beiden trennen. Das kennen wir ja schon, ne? Und zur Not kann ich ja immer noch Hans-Dieter rufen. Wie heißt der nochmal? Hier. Gelobt sei die Sonne, Typi. Sag mal, Mopsi. Hi. Oh, hi. Ich wollte gerade zuschlagen. Ich habe aber vergessen, wie man zuschlägt. Naja, Schild brauche ich eh nicht. Du sollst doch zu mir kommen. Ah, na super. Das lief schon mal erst klasse. Ja, du mit deinem Blitz. Hier, komm. Ah, ich muss die trennen. Super. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Kurzen Schluck. Das war knapp. Ich muss auch immer irgendwie nach hinten gucken. Das ist nahezu unmöglich. Ich müsste hier nicht endlich meine Leiche liegen. Nee, ich bin während des Trainings gestorben. Mann, ich brauche doch nur einmal die Möglichkeit. Verdammt, ich hatte gerade die Möglichkeit, aber ich bin nicht rechtzeitig ausgewichen. Ich glaube, wenn ich von hier nach da laufe und er jetzt zu mir kommt. Oh, okay. Jetzt, komm. Bam. Okay, ich habe mich schon einmal getroffen. Ihr seht, es ist jetzt nicht so schwer. Also man muss eigentlich nur den richtigen Augenblick abpassen und verdammt. Zuschlagen. Nein! Hohoho. Bin ich beiden ausgewichen. Eigentlich geht das voll klar, muss man dazu sagen. Ich habe mich schon wieder nicht getroffen. Verdammt. Oh, ist das bitter. Da war gerade meine Möglichkeit. Ey, ihr seht schon, man braucht eigentlich nur ein bisschen Zeit. Das richtige Auge. Könnt ihr euch nicht gegenseitig wehtun? Das wäre echt nett. Das würde mich voll freuen. Oh, ich wollte schon sagen, wehe, du schlägst da durch. Ah, ich würde am liebsten Mopsi zuerst töten, ey. Mopsi ist eigentlich nur der. Oh Gott. Typ, der mir auf den Sack geht. Nein! Naja, wenigstens habe ich ihn geschlagen. Hi! Einer weniger. Ich trinke mal kurz was. Oh. Seht ihr? Easy. Kriegen sogar hier eine Sequenz dafür, dass er gestorben ist. Oh. War das laut?
Ich bin erschrocken. Heilige Scheiße. Kann das bitte leiser sein? Okay. Elektrisierter Mopsi, ja? Oh, okay. Und zuschlagen. Und verfehlen. Das ist perfekt. Okay, kann ich jetzt zuschlagen? Nein! Oh, der hat ein bisschen mehr Leben. Und zuschlagen. Wow, das sieht nicht gut aus. Ja, das habe ich kommen sehen. Lass mich trinken, bitte. Dankeschön. Nein, 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 kannst du das lassen? Okay. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Was ist denn das für ein Angriff? Sie ist natürlich Mopsi zuerst. Mach bitte nicht den Mopsi-Angriff. Ist genauso schlimm. Oh Gott, ich hänge fest. Nein! Lass mich in Ruhe. Du darfst so einiges machen, aber nicht den Mopsi-Angriff. Oh, ich habe mich verfehlt. Scheiße. Er ist nicht tot, er ist nicht tot, er ist nicht tot! Nicht dein Ernst, Mopsi, ey. Du kannst das nicht alleine, Zero. Ich kann das sehr, sehr wohl alleine. Geschafft. Danke. Und nun kriege ich das Schwert? 50.000 Seelen. Ja gut, man muss dazu sagen, ich habe auch ziemlich viel gefarmt, also... Ich habe das Schwert maximiert, ich habe die Stärke auf 40 gebracht und ja, also ich kann schon verstehen, dass du meinst, dass man den nicht alleine machen sollte, aber man muss dazu sagen, ich bin ein alter Sack. Ich habe Spiele gespielt, als Spiele noch schwer waren und auch cool, Bonfire. Und deswegen ist das jetzt nicht so wild gewesen. Ich meine, heutzutage ist man ja verwöhnt, man muss dazu sagen, man ist einfach verwöhnt von den Spielen und ja. Oh, hi. Goldene Tür, fette Truhe, gib mir eine fette Truhe. Ja, das ist eine fette Truhe. Versuch's zu parieren. Oh. Ja, ich komm näher. Tolle Aussicht. Ja, warum die jetzt so die Augen zusammenkneift, weiß ich auch nicht. Oh, naja. Niederknien. Daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father his wounded Obscurus, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Herrschergefäß, Lord Vessel. Hört sich komisch an. Dank des Herrschergefäßes kannst du dich wie ein Leuchtfeuer teleportieren. Ho, ho! And beseech thee. Succeed Lord Gwyn and inherit the fire of our world. Thou shalt end this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Und nun? O chosen undead, thou hast journeyed far. Kannst du mir sagen, was ich als nächstes machen soll? Ich bin jetzt ratlos. Since the day Father is wounded Obscurus, I have awaited thee, once living, now undead, and a fitting heir to Father Gwyn thou art. O chosen undead, and beseech thee. Succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. A grave and arduous test of mental, yea, it shall be. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark.
Okay, also ich muss jetzt die Lord Gwyn folgen. Wo ist denn der Hans-Dieter? So, gucken wir erstmal. Teleportieren. Feuerbandschrein, Arno Londo. Feuerbandschrein, der ist doch deaktiviert, oder? War der nicht deaktiviert? Ja. Hey! Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking the gates, the old fortress. Was that your doing? Ja, sicherlich. Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Wunder, explosive Wucht. There you are. I'll be hanging. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Leuchtfeuer entzünden. Keine Feuerhüterin. Hä? Ich meine, muss ich jetzt zu Fuß laufen? Hallo. Did you ring the second bell? Ja. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Das Schnarchen habe ich auch gehört, aber wieso ist der tödlich? Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Oh, maybe it's time I do something about it. Was willst du denn dagegen tun? Oh, maybe. Okay, sitzt da jemand? Wir gucken da mal gleich nach. Ja, der freut sich auch, dass sie tot ist, ja. Schwäche Bauch. Ist da niemand? Tot. Also was wir haben, ist ja diese komische Augapfel. Pass auf, Feind. Wie kann man das irgendwie reaktivieren mit dem schwarzen Augapfel? Oder kann ich den hier rein tun? Ja. Ist jetzt ein bisschen kacke, ne? Muss jetzt zu Fuß laufen. Okay, folgender Plan. Ich laufe jetzt zum nächsten Bonfire und teleportiere mich dahin, wo ich möchte, wo ich hin wollte. Und das ist halt zum Schmied. Da konnten wir diesen einen Schlüssel holen, um im Wald weiterzukommen. Ich würde erstmal sagen, gehen wir dahin. Punkt 2. War hier ein Leuchtfeuer? Oder war da der nächste Leuchtfeuer? Nee, das nächste Leuchtfeuer war hier. Ja, eigentlich kann ich ein bisschen was erzählen. Folgendes. Wir hatten ja diesen einen Moment, dass der geborstene Augapfel irgendwie vibrierte oder so, da in den Hallen von, bei wie hieß die, Gewinnewehr oder so, da war, hat ja der Augapfel reagiert. Da sollte ich dann nochmal hingehen. Vielleicht machen wir das als erstes. Hey, was? Ich wollte mich hinsetzen. So, Arno Londo und Kammer der Prinzessin, da wollen wir hin. Dann gucken wir, dass der irgendwie reagiert. Was ist jetzt mit dem gebossenen Augapfel passiert? Wieso haben wir jetzt göttlichen Segen an? Okay. Also hier ist noch nichts. Der war auf der rechten Treppe, ne? Da hat er reagiert. Ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich mit dem Augapfel anfangen soll.
Das ist der einzige Hinweis, den wir haben, ne? Also muss es... Da! Vielleicht hätte ich hier erstmal alles clearen sollen. Ne, alles gut. Scheiße. Ne, ich hab sie. Ich hab sie. Kann ich mich hier nicht heilen? Scheiße, ich kann mich hier nicht heilen. Hallo? Well, look at you. The fuck? I thought you were wiser. But I thought wrong. Tis a terrible pity. Like a moth flittering towards a flame. Was ist das denn? No? Don't you agree? Ich kann kein Estus-Flockhaus trinken. Scheiße. Ich will nur wissen, wie viel Leben die haben. Ich will tschüss Seelen. Will ich meine Seelen? Kehrst in die Welt zurück. Okay, ich habe meine Seele noch. Jetzt bin ich hier. Okay, ich möchte gerne versuchen, den ganzen Scheiß zu parieren, weil ich habe meinen göttlichen Segen kann ich benutzen, ja. Hallo ihr. Ich habe einen Plan. How many times will these lads rush to slaughter? Well, let's get it over with. Ich versuche sie einfach zu trennen oder so. Ah, verdammt, ich hätte runterspringen können. Nimm das! Und das! Und das. Okay, der eine ist schon mal runtergefallen. Easy. Der soll die Feuerhüterin getötet haben? Wieso? Ziel zerstört. Andenken der Vergeltung. Schuld hat ihren Preis. Rückkehr mit Andenken der Vergeltung. Ja, was machen wir jetzt damit? Okay, wir kommen der Sache näher. Schutzring der Gunst, Feuerhüterseele und Menschlichkeit. Okay, gucken wir uns mal unsere Ausbeute an. Wir haben einen Ring bekommen. Schutzring der Gunst. Verstärkt TP, Ausdauer, Last, bricht bei Entfernung. Was so viel heißt wie, nimmst es ab, kriegst es nicht weg. Okay, ich denke mal, mein Lootring brauche ich eh nicht. Von daher ziehe einfach den Ring an. Ganz ehrlich. So. Goldener Schlangenring. Wer braucht denn die Scheiße? Erhöht Chance auf Gegenstände. Brauche ich nicht. Ich habe alles, was ich brauche. Ganz ehrlich, ich habe mein Schwert. Ich habe meine Rüstung. Was brauche ich noch? Deswegen. Gucken wir mal. Anzeige umschalten. Nein, Status umschalten. Da. Okay, wir können damit. Oha, 18 mehr tragen. Haben 200 mehr Leben. Knapp 20 mehr Ausdauer. Das lohnt sich. Guckt euch das an, wie viel Leben ich dazu kriege. WTF? Natürlich nehme ich den. Okay, es hat sich schon mal gelohnt. Waren schwächer als ich dachte, muss ich sagen. Ich war einfach. Ich war einfach wie sagt man dazu, geblendet, weil sie zu dritt waren. Ich habe mich für schwächer gehalten als die, was offensichtlich nicht der Fall war. Ich hätte einfach draufkloppen sollen, wie bekloppt, dann wären die umgefallen. Naja, wir können jetzt mehr tragen, cool.
Das heißt, meine Rolle müsste eigentlich langsam besser werden, ne? Eventuell brauche ich Havels Ring nicht mal. Brauche ich Havels Ring? Wenn ich den jetzt abnehme. Okay, ich brauche Havels Ring. Havels Ring ist immer noch besser. Havels Ring ist the best. Genau. Und dann haben wir bekommen Andenken an überwältigenden Schuldiger. Blutverschmiertes Schrumpfohr. Vom überwältigten Schuldigen stammendes Andenken. Wer die Götter verhöhnt, den strafen die Finstermundlinge und nehmen dies als Beweis ihres Triumphs. Die ohrlosen Leichen bleiben zurück als Mahnung, die Götter zu fürchten und zu achten. Dies ist der ewige Wille der Finstersonne. Kenn ich nicht. Und weiter? Ja, was mache ich denn jetzt damit? Okay, kriege ich den Feuerbandschrein jetzt zurück? Ich meine, der ist tot. Kann ich das Ohr ins Feuer werfen und mich dann Keks freuen? Das wär's doch. Oh, das Feuer ist immer noch aus. Keine Feuerhüterin. Aber wo komme ich jetzt eine Feuerhüterin her? Macht der Typ. Ah! Feuerhüterin Seele am Besitz zurückgegeben. Guck mal, da ist sie wieder. Achtung, Gefangener. Ja! Hallo! Oh, sie kann reden. I'm Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Yay! Ich hab doch eine Feuerhüterseele bekommen. Forgive, I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak. Oh doch. Forgive me. Naja, jetzt haben wir wenigstens wieder eine Feuerhüterseele und wir können somit... Warte. Was hat der Ring alles nochmal verbessert? Nein. Gott. Ich will den Ring angucken. Nur angucken. Nicht anfassen. Ausdauerlast. Na gut, schade. Ich dachte, verbessert noch meine Stärke. Das wär's gewesen. Ich brauch so einen Stärkering. Guckt euch das an, das Leuchtfeuer, es ist wieder da. Und wir können uns teleportieren und zwar möchte ich jetzt... ist das Gemeinde der Untoten? Ich weiß es nicht, wir reisen einfach dahin. Ich möchte nämlich zum ersten Schmied, bevor ich jetzt meine Seelen ausgebe. Ich habe sie jetzt zu Recht noch da gelassen, wo sie sind. Oh, ich bin sogar hier. Perfekt. Mann, bin ich gut. Heute bin ich ein richtiger Profi, Freunde. Heute bin ich ein richtiger Profi. So... Well, hello. You seem to be doing all right. Need anything for? Ja, ich möchte etwas, was wollte ich nochmal? Stimmt, so, Gegenstand kaufen. Kurz vergessen, was ich wollte. Astorias Wappen öffnet versiegelte Tür für inmitten des Waldes. Boom. Natürlich will ich nur eins davon. Wieso sollte ich zwei haben wollen? So, Pfeile haben wir noch genug. Besitz 59. Kaufen wir uns mal 800. Nein. Ich will keine 800. Ich will. Okay. Ich will nicht zu viele haben. Gib mir 200. Ist okay. 10.000 Seelen, das ist schon extrem viel. Jetzt habe ich 30.000 Seelen ausgegeben. Naja, gut. Ein Level kriegen wir damit noch hin. Aufsteigen. Kriege ich noch irgendwas für Stärke? Ein einziger Stärkepunkt. Gut, das lohnt sich jetzt gar nicht. Muss ich sagen. Gut, dann... ja, Kondition bringt mir eigentlich jetzt auch nicht mehr viel. Ich meine, Traglast noch weiter zu erhöhen. Ja, ich meine... Machen wir erstmal Vitalität, ne? Also ich denke mal, das ist schon mal eine richtig gute Richtung, in die wir da einschlagen. Und jetzt, ich weiß, können wir uns in den Wald teleportieren? Tochter des Chaos, die Tiefen,
find's. Keine Ahnung, wir laufen da jetzt hin. Also. Ich nutze die Macht des Photoshop, sag ich schon. Des Premiere Pro und werde mich da jetzt hin teleportieren. So. Ich habe mich kurz teleportiert. Willkommen zurück. Wir gehen durch diese Tür, aber nicht mehr heute. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Vergebt mir, wenn ich es nicht schaffe. Wie gesagt, ich bin derzeit in der Spätschicht. Das heißt, ich habe quasi frei von um 23 Uhr bis um 12 Uhr mittags. Und ich schlafe halt einfach gerne. Ich schlafe einfach viel zu gerne. Ich wache irgendwann gegen 10 auf und dann kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Dann muss ich schon fast wieder los. Ich versuche mein Bestes. Gebt den Daumen nach oben. Wenn ihr ganz viele Daumen nach oben hier rein in die Haut, ne? Dann bin ich motiviert, auch nachts kurz aufzunehmen vor dem Schlafengehen. Was ich heute jetzt gemacht habe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.